Ja, ich freue mich über diesen grandiosen Sieg. Das ist auf jeden Fall großer Rückenwind für uns. Und jetzt gilt es eben, auf beide Stimmen für die CDU zu setzen, denn wir haben keine Stimme zu verschenken und Mitleidsstimmen für die FDP brauchen wir nicht. Das Wahlergebnis in Bayern ist bitter. Es ist ein Weckruf für alle Liberalen in Deutschland. Und wir kämpfen für stabile Verhältnisse in Deutschland. Nur mit uns gibt es eine klare Alternative zu einem Linkskartell oder einer großen Koalition, nämlich eine bürgerliche Regierung. Ganz besonders sind das, was vor 5 Jahren gelungen ist. Fertig? Kann ich hier näher ran, oder? Heute freue ich mich auf das. Das war übrigens jetzt mal beraten bei unserem Vorstand. Aber wir wollen, dass die FDP gut abschneidet, aber nicht zulasten der Union. Und das Wählerpotenzial dafür ist da. Nicht mal über die Ich glaube, dass es eine ganz wilde Woche wird, weil die FDP alles versuchen wird, im Bundestag über die 5% zu kommen. Und sie wird als erstes versuchen, der Union die Stimmen abzujagen. Deswegen glaube ich, wird es für die Union eine sehr anstrengende Woche. Die FDP wird auf eine Zweitstimmenkampagne drängen, wird versuchen, da der Union möglichst viel wegzunehmen. Also Action eine Woche lang.